Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute machen wir Burger-Pizza, also eine Pizza und Burger zusammen. Weil wer kann sich schon zwischen Pizza und Burger entscheiden? Niemand. Also machen wir heute kleine Pizzen und dann machen wir dazwischen dann einen Burger. Und das wird mega nice. Dazu gibt es noch natürlich selbstgemachte Pommes, aber die sind schon am Machen. Okay, hier haben wir alle Zutaten für die Pizza, die dann als Brötchen gelten. Also wir haben halt mal Schinken, weil ich Salami nicht so gerne mag. Dann haben wir hier einmal den Käse, hier haben wir Mozzarella, gerieben schon. Fertig Pizzateig, weil ich keinen Bock hatte noch selber Hefeteig zu machen, so das dauert immer Jahre. Vielleicht mache ich den irgendwann nochmal selber, aber heute hatte ich keinen Bock. Deswegen haben wir hier dann dazu die passende Tomatensauce. Und hier dazu dann halt den Teig, wo wir dann sozusagen das Brötchen draus formen. Und als erstes schneiden wir den Teig dann erstmal zu, dass es auch als Burgerbrötchen gelten kann sozusagen. Okay, wir haben jetzt erstmal den Teig ausgerollt und ich habe hier so eine Form. Damit stechen wir jetzt so grob die Maße aus, dass das als Brötchen halt passt. Das könnte halt ein gutes Brötchen darstellen, deswegen nehmen wir das einfach als Form. Weil einen Kreis mit Messer auszuschneiden ist schon etwas schwierig. Einmal für oben, einmal für unten. Das sieht jetzt schon mal ganz in Ordnung aus. Von dem Pizzateig, wo wir die ausgestochen haben, schneiden wir schon mal Streifen ab, die wir dann hier dran machen und bauen das dann halt noch ein bisschen höher, dass wir das auch richtig schön dick belegen können. Also wir haben jetzt hier so dünne Streifen abgeschnitten und die versuchen wir jetzt halt da dran noch zu bauen, dran zu kleben. Wir drücken das hier alles mit einer Gabel noch fest, dass das hier auch richtig hält und dann nicht hier beim Backen irgendwie uns zunichte geht. So, jetzt haben wir schon mal beide fertig und jetzt kommen wir zum Befüllen, zum geilsten Part davon auf jeden Fall. Als erstes nehmen wir ein bisschen Tomatensauce, die halt dabei war, musste man auch nicht fertig machen. Dann machen wir ein bisschen Käse drauf und ich mache halt Schinken drauf. Tomatensauce ist jetzt schon drauf, jetzt machen wir Käse und Schinken drauf. Den Schinken haben wir auch in kleine Würfel geschnitten, weil ich mag das nicht, wenn man so irgendwo reinbeißt und man hat dann so einen langen Schinken da im Mund oder eine Salami oder was auch immer. Ich schneide immer alles sehr, sehr klein, ist einfach viel, viel besser, glaubt mir. So, wir haben jetzt alles schon mal fertig. Gut beladen auf jeden Fall. Dann kommen wir jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad. Also wir stellen jetzt erstmal den Wecker auf 15 Minuten und gucken dann erstmal, wie sie dann aussehen. Währenddessen die Pizza erstmal im Ofen ist, schneiden wir erstmal das Gemüse, was wir auf den Burger tun. Hier benutzen wir halt Paprika, dann haben wir auch Tomaten, die wir in Scheiben schneiden und anrösten. Ich finde das einfach viel geiler, wenn man alles anröstet, sage ich mal so. Zwiebeln genauso, schneiden wir in Ringe und rösten das an. Und dann gibt es noch etwas Salat dazu. Beim Salat reiße ich immer von außen nach innen, weil das ist ein normaler Eisbergsalat. Die äußersten Blätter sind meistens so angefasst und nicht mehr so gut, deswegen nehmen wir dann erst, was danach kommt. Reißen wir halt ein Blatt ab. Wir schneiden jetzt etwas dickere Scheiben, weil wir die anrösten wollen. Und ja. Die Tomate schneiden wir auch genauso in etwas dickere Scheiben. Und dann nur noch die Paprika. Die schneiden wir jetzt auch einfach nur runter. Weil ich will dann halt die Paprika so drauflegen, dass wir dann halt auch wie so ein Salatblatt oder so halt haben und rösten das dann halt so an. Also hier kommen wir erstmal zu der Soße. Hier haben wir ungefähr ein Esslöffel Mayonnaise, ein Esslöffel Ketchup und etwas Senf, so einen halben Teelöffel ungefähr. Das ist auch die typische Mc's-Soße, so beim Big Mac oder so, glaube ich. Also ich bin da nie, deswegen habe ich ja keine Ahnung davon. Und das ist dann die fertige Soße. Okay, ihr seht, der Timer bimmelt schon. Wir gucken jetzt erstmal nach den Pizzen. Okay, wir holen jetzt erstmal die Pizzen raus und lassen die etwas abkühlen. Und in der Zeit machen wir dann den Burger fertig. Also wir haben jetzt hier das Hackfleisch, natürlich Bio-Hackfleisch und Cheddar-Käse. Dazu habe ich so eine Bulettenpresse oder so, da kann man halt dann das Fleisch reinmachen und dann so pressen. Wir machen natürlich Käse in die Bulette rein und überbacken es dann natürlich noch mit Käse, weil Käse ist
geil. Wir würzen natürlich das Fleisch noch, dass das auch vernünftig schmeckt. Dann geben wir ordentlich Salz hinzu, weil das Fleisch hat ja überhaupt gar keinen Geschmack und wir müssen halt gut Geschmack dran bekommen. Dann geben wir natürlich noch Pfeffer dran. Ein bisschen Paprika-Edelsüß dran für eine bestimmte Würze. So sieht das jetzt erstmal aus. Das vermengen wir jetzt ein bisschen und formen dann gleich die Buletten daraus. Nehmen uns halt ein bisschen Fleisch, tun das dann halt hier unten rein und drücken das dann halt fest. Hier sieht, sind die Buletten halt genau gleich dick und halt auch gut verteilt und nicht so an der einen Stelle dick und an der anderen dünn. Dann nehmen wir uns eine Scheibe Cheddar und tun die dann halt hier rein und verteilen die dann halt so ein bisschen. Es ist schön, dass wir überall Käse dann in der Bulette haben. So, wir haben jetzt den Cheddar verteilt und tun jetzt weiterhin Hackfleisch drauf und drücken das dann halt wieder fest. Wie ihr seht, haben wir hier ein super gutes Patty eigentlich. Wir nehmen jetzt erstmal eine Pfanne, eine etwas größere Pfanne, weil wir wollen ja alles gleichzeitig machen. Machen wir ein bisschen Olivenöl rein, natürlich nicht zu viel, weil aus dem Burger wird noch extrem viel Fett rauskommen. Das Öl verteilen wir so ein bisschen, also es muss wirklich nicht viel sein, weil die Pfanne ist auch gut beschichtet. Als erstes kommt die Bulette rein, die braten wir schön scharf an und zum Schluss kommt dann das Gemüse hinzu und braten es auch noch schön an und danach können wir dann essen. Okay, wir lassen uns erstmal kurz die Pfanne heiß werden lassen und dann braten wir das Patty an. Mit diesem Pfannenwender fühle ich mich auch immer ein bisschen wie SpongeBob. Die Bulette kommt jetzt rein, die Pfanne ist jetzt heiß. Das ist ein geiler Sound. Gemüse tun wir schon mal an die Seite. Dann haben wir hier den geilen Burger mit Doppel Cheese. Den tun wir auch kurz an die Seite. Okay, wir haben jetzt alles fertig, was wir für den Burger brauchen. Als erstes nehmen wir uns dann halt eine von den Pizzen als Unterlage, halt als Brötchen. Darauf, finde ich, kommt nur ein bisschen Soße so zum Kleber. Also ich benutze das meistens als Kleber. Ein bisschen Kleber halt drauf. Dann mache ich unten schon mal die Paprika hin. Darauf kommt wieder ein bisschen Soße. Also ein bisschen Salat drauf, dann wieder etwas Kleber. Darauf kommt dann unsere ganz kleine Bulette. Dann würde ich sagen, kommen die Tomaten. Die brauchen keinen Kleber, weil die sind schon flüssig genug, die schönen Tomaten. Dann die Zwiebeln, Soße. Darauf schön wieder ein Stück Pizza. Aber sollen wir es so drauflegen oder so rum? Ich tue es jetzt so drauf, dann sieht man es auch vernünftig. Und weil das ganz schön groß ist, tun wir hier noch einen Holzspieß rein, der alles zusammenhält. Hier ist der fertige Burger. Also wenn das nicht geil aussieht, also wir haben hier Pizza, Burger, Käse, gerösteten Gemüse. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal einen Geschmackstest machen, weil das ist ja das Wichtigste, der Geschmack. Ich versuche halt auch wirklich alles zu bekommen, weil wir haben ja zwei Pizzen und eine Bulette und noch Gemüse und alles. Fertig ist er auf jeden Fall, tropft schon ordentlich hier. Übel geil. Ja, du hast so viel Käse, du hast ja Käse von der Pizza, dann Käse in der Bulette. So Leute, das war der Pizza-Burger. Mir gefällt er extrem gut. Du hast einfach Pizza und Burger zusammen. Extrem viel Käse, super nice. Also ich finde ihn auf Partys, ist jetzt nichts für schwache Nerven, sage ich mal. Aber er ist richtig lecker. Also mir gefällt er super gut. Macht ihn nach, folgt mir auf Instagram, schickt mir dort Bilder. Moritz Grams heißt ich da. Und lasst dem Video einen Like da und folgt mir für weitere Videos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.